Daniela Büchner, 46, möchte sich anderen Projekten widmen. Vor rund 10 Jahren war Dani an der Seite ihres inzwischen verstorbenen Mannes Jens Büchner, römisches Kreuz 49, bekannt geworden. Gemeinsam stand das Paar für Goodbye Deutschland vor der Kamera und gab Einblicke in sein Leben. Dieser Schritt ebnete der Auswanderin den Weg zu vielen weiteren TV-Formaten. Doch damit ist nun Schluss. Dani beendet die Zusammenarbeit mit Goodbye Deutschland. Leider wird man uns in Zukunft nicht mehr bei Goodbye Deutschland sehen, schreibt die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu. Manchmal muss man Veränderungen angehen. Dani sei sehr dankbar für die vergangenen Jahre und sie werde diese Zeit für immer in ihrem Herzen behalten. Ein Comeback schließe die fünffache Mama nicht aus. Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Zu den genauen Gründen für ihr Aus äußert sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Goodbye Deutschland hatte Dani in allen Lebenslagen begleitet. Anlässlich eines 15-jährigen Jubiläums lud der Sender seine Protagonisten ein, um gemeinsam die Show zu feiern. Bei einem Zusammenschnitt wurden auch die bereits verstorbenen Kandidaten geehrt. Bei Jens' Aufnahmen kullerten der TV-Bekanntheit die Tränen über das Gesicht. Ich kann das nicht sehen. Am Ende ist es immer so ein: Du rennst davor weg. Und auch da bin ich wieder mal davor weggerannt, gab Dani in dem Moment zu.